und dass er eine Vorstellung von Rationalität hat, die eben nicht eine kalte Rationalität ist, sondern eine Vernunft, die offen ist und einen Sinn hat fürs Mysterium. Wenn man Kind des Friedens ist, dann ist man Kind Gottes. Und der Friede ist nicht zuerst ein Verhalten und auch nicht einmal zuerst eine Haltung des Menschen, sondern ist eine Gabe, ein Donum, ein Geschenk Gottes. Ja, servus und grüß Gott bei Profundum Theologie. Hast du dich schon mal gefragt, wie man gleichzeitig wissenschaftlich, tiefsinnig, kritisch über den Glauben nachdenken kann und trotzdem Feuer haben kann für diesen Glauben, begeistert sein davon kann, wie eben das Erfahren von Gott, das Erleben von Gott, Mystik mit Theologie, mit Reflexion zusammengehen und wie man Gott wirklich kennen kann? Also, mein Name ist Gernot, du bist bei Profundum Theologie und ich liebe solche Fragen, mich beschäftigen solche Fragen. Ich liebe Theologie, ich bin begeistert von diesem Eintauchen in die Ideenwelt des Glaubens und gleichzeitig habe ich immer so das Gefühl, ich möchte gleichzeitig Gott erleben, ich möchte nicht Gott nur in meinem Kopf erleben, ich möchte Feuer und Flamme für diesen Glauben sein. Ich glaube, ich bin da nicht alleine. Und wir bei Profundum haben ja dieses Anliegen, die Höhe, die Breite, die Tiefe und die Länge des christlichen Glaubens mehr zu entdecken. Und ein Teil von diesem Anliegen ist auch, dass wir in die Geschichte schauen wollen, bei wem und wo wir das entdecken, wo wir von wem wir lernen können in dem Ganzen. Und das wollen wir in der heutigen Episode tun, wo wir es mit einem ganz spannenden Mann zu tun haben, einem Theologen zu tun haben, einem Universitätsprofessor zu tun haben, der gleichzeitig ganz, ganz tief sich mit Liebe, mit Hingabe zu Jesus Christus beschäftigt hat und der heute, in unserem heutigen Denken, unserer heutigen Theologie, also zumindest für mich, relativ unbekannt war. Ich bin erst im Theologiestudium irgendwo so einen Seitensatz über ihn drüber gestolpert und das, obwohl zu seiner Lebzeiten von jemandem über ihn gesagt worden ist, oder nicht zu seiner Lebzeiten, 100 Jahre später, aber in seiner Zeit quasi, im Mittelalter über ihn gesagt worden ist, in meinen Augen ist er, die anderen mögen es mir nicht übel nehmen, ein einmalig geeigneter Lehrer. Man ist bei ihm in besten Händen, wenn man Erleuchtung des Verstandes und Entflammung des Herzens sucht. Und ich denke mir, wenn ich so einen Satz lese, wow, das wünsche ich mir, Erleuchtung des Verstandes, Entflammung des Herzens. Und deswegen habe ich heute einen ganz besonderen Gast eingeladen, eine Theologin, die sich genau mit diesem Herrn beschäftigt hat, also dazu geschrieben hat, dazu publiziert hat, herausgegeben hat. Also ich habe hier das Prävologium, das ist, glaube ich, eines der Hauptwerke von Bonaventura, den Mann, um den es heute geht. Das hat die Frau Dr. Marianne Schlosser, Universitätsprofessorin an der Universität Wien für den Fachstuhl für Theologie und Spiritualität. Ich hoffe, ich habe das richtig gesagt, Professorin für Theologie und Spiritualität, eben mit herausgegeben, sich beschäftigt. Auch hier eine Auswahl von Texten von ihm. Und deswegen, nachdem Sie sich, habe ich das Gefühl, sehr, sehr gut auskennen, Frau Dr. Marianne Schlosser. Erstens, vielen, vielen lieben Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Schön, dass Sie da sind. Begrüße Sie recht herzlich. Ich freue mich sehr, dass ich die Einladung bekommen habe. Ich habe sie sehr gern angenommen. Nicht nur, weil es über Bonaventura geht, sondern weil es um ein Thema geht, wie Intellektualität und Spiritualität, das für heute genauso brennend wichtig ist wie damals im Hochmittelalter oder im 16. Jahrhundert oder im 19. Jahrhundert. Das Gefühl habe ich auch. Also ich habe eben mich vorbereitet auf das Interview, auf das, den Mann müssten wir wieder entdecken und da sind Sie ja ganz intensiv dabei. Aber vielleicht bevor wir losgehen, für die Zuhörer und Zuseher, die Sie nicht kennen, wer sind Sie denn, Frau Dr. Schlosser, und was machen Sie eigentlich? Ja, ich bin in Bayern geboren. Ich habe in München studiert und da habe ich während des Theologiestudiums, ich habe auch noch Latein studiert, habe ich Bonaventura kennengelernt, mehr oder weniger durch Fügung, würde ich jetzt mal sagen. Der Professor, den ich gefragt habe um eine Masterarbeit oder Lizenziatsarbeit, hat gesagt, machen Sie die Frage Erkenntnis und negative Theologie bei Bonaventura. Und ich hatte keine Ahnung, habe dann begonnen, Bonaventura zu lesen und habe mit den mystischen Werken angefangen.
und habe am Anfang gar nichts verstanden. Ich war gewöhnt, die theologische Methode, die man vielleicht bei Thomas von Aquin findet, und habe dann festgestellt, man muss sich in etwas einlesen, um überhaupt die Sprache zu verstehen, auch die Gedanken würdigen zu können, die einem entgegenkommen. Und dann habe ich halt auch Feuer gefangen, bin langsam tiefer gekommen, habe dann über Bonaventura promoviert. Und seit der Zeit ist er immer eine Art von Freund geblieben. Ja, und ich habe dann 19 Jahre in München unterrichtet, an einem Institut, Forschungsinstitut für mittelalterliche Theologie und Philosophie. Und seit 20 Jahren bin ich in Wien und habe den Lehrstuhl für Theologie der Spiritualität, also reflexiven Umgang mit dem, was geistliches Leben ist. Ja, und was mache ich sonst? Wenn man Theologie der Spiritualität hat, also jetzt nur christliche Spiritualität, hat man es mit 2000 Jahren Geschichte zu tun. Und wenn man das Alte Testament mit einbezieht, ist es noch ein bisschen mehr. Ja. Also ich habe mich auch befasst mit Thomas, mit Gregor dem Großen, mit Guardini, mit Edith Stein, Teresa von Avila und Katharina von Siena, also verschiedene Personen. Aber auch mit systematischen Fragen. Weil es geht ja nicht so sehr darum, was haben denn diese Leute gedacht, so wie wenn man in ein Museum geht und dann sich anschaut, in der Vitrine steht das, in der Vitrine steht das. Sondern es geht um die Fragen, die Leute sich gestellt haben, die unsere Brüder und Schwestern im Glauben waren. Und haben sie Antworten gehabt? Oder vielleicht noch komplizierter, haben sie Fragen gestellt, die wir ausblenden oder die wir verdrängen, nicht mehr wagen zu stellen, auf die wir gar nicht mehr kommen. Und deswegen ist die Beschäftigung mit Geschichte eine Art von Inspiration auch für das Denken heute. Das ist eine super, super Werbung für... Also ich finde... Sie haben mich auf jeden Fall gewonnen mit dem, weil das ist genau diese. Also ich finde auch, wenn Sie haben jetzt das erwähnt, eben Fragen, die wir gar nicht stellen, vielleicht entdecken. Ich habe auch oft das Gefühl, man versucht das Rad immer wieder neu zu erfinden. Und auch das kann ja helfen. Also eben, Sie haben auch geredet eben darüber, wie Sie das begeistert hat mit dieser Idee von Erleben und da mehr als nur dieses Systematische, da können wir auch viel von dem lernen, nehme ich an. Also es gibt ja auch bei uns noch genau diese Fragen, oder? Ja, also für mich war tatsächlich das Faszinierende, als ich so eingetaucht bin in die verschiedenen Arten von Schriften von Bonaventura, dass für ihn Denken und Glauben ganz eng miteinander verbunden sind. Und dass er eine Vorstellung von Rationalität hat, die eben nicht eine kalte Rationalität ist, sondern eine Vernunft, die offen ist und einen Sinn hat fürs Mysterium. Sie haben vorhin den Epheserbrief zitiert, Länge, Breite, Höhe, Tiefe. Ja. Und das ist das Leitwort, mit dem er seine kleine Summe der Theologie für Anfänger. Das hat mich sofort begeistert gehabt beim Vorbereiten. Also ich habe das Buch gelesen und er fangte an mit, ich wollte es nicht unterbrechen, aber genau das ist mir auch aufgefallen. Also ich dachte mir, wir hätten eigentlich, Bonaventura wäre nicht nur ein guter Franziskaner gewesen, sondern ein guter Profundumleiter. Also der eben fangte gleich an auf der zweiten Seite mit, hier kennt man die Breite, die Länge, die Höhe, die Tiefe. Also das ist genau das. Ich wollte es nicht unterbrechen, aber genau das hat mich auch begeistert. Ich dachte, ach, Wahnsinn. Ja, das ist für ihn was sehr Wichtiges, weil im Epheserbrief wird ja davon geredet, dass man die Tiefe der Liebe Christi erkennen soll. Und für ihn ist Christus natürlich die Wahrheit, die gekommen ist, weil er das menschgewordene Wort Gottes ist. Das steht im Zentrum. Aber wenn Gott sich offenbart, dann tut er das nicht, damit wir möglichst gescheit über ihn reden können oder viel wissen, sondern er tut es, um uns nahe zu sein und um unsere Liebe zu wecken. Und das ist für Bonaventura der entscheidende Punkt. Wenn eine Erkenntnis wirklich von Gott ist, also wenn ich Gott tiefer erkenne, dann wächst auch die Liebe.
Andernfalls würde nur die Selbstgefälligkeit wachsen. Und deswegen ist für ihn das Konzept, dem er folgt, eigentlich das, was er von Anselm von Canterbury kennt, also für die, die sich in der Theologie auskennen, ist der Vater der scholastischen Theologie im gewissen Sinn. Und sein Programm war eben, der Glaube sucht von sich aus nach Einsicht. Also wenn ich glaube, und das heißt für Bonaventura, ich habe die Offenbarung in Christus angenommen, soweit ich es verstehen konnte, und dazu ist mein Verstand fähig zu hören, was in der Heiligen Schrift gesagt wird, was die Prediger sagen. Ich bin fähig, das zu verstehen auf der ersten Ebene. Aber wenn ich dann Christus auch traue und wenn ich verstehe, das ist nicht nur irgendwas, was mal war, sondern das ist eine Person, die lebt, die ist jetzt lebendig und sie schaut mich an. Das ist eine persönliche Beziehung, genau, oder? Ja, Glaube ist eine persönliche Beziehung. Es ist nicht einfach nur ein Fürwahrhalten. Selbst wenn es ein Glaube ist, der noch schwach ist oder irgendwie mit Zweifeln behaftet. Wenn Glauben da ist, dann heißt es, ich suche diese Person, der ich trauen möchte, tiefer kennenzulernen. Und deswegen sind alle Dinge interessant, die man von ihm wissen kann. Das heißt, die Liebe, das ist ein großes Wort, die Sehnsucht nach einer tieferen Beziehung heißt auch die Sehnsucht nach besser verstehen wollen. Und aus diesem besseren Verstehen wächst wiederum eine tiefere Liebe. Es ist eine Art von Wendeltreppe, eine Spiralbewegung. Und das ist nach der alten Auffassung eigentlich die Bewegung des mystischen Denkens. Es ist nicht einfach nur ein Kreisen um etwas, sondern es ist eine Bewegung, die ein Ziel hat und aufwärts geht. Also Spiralbewegung, Sie haben Dionysius vorhin erwähnt gehabt. Also ganz, ganz faszinierend. Vielleicht bevor wir uns, also ich könnte jetzt noch ganz, ganz viel rückfahren, bevor wir uns jetzt verlieren in dieser Wendeltreppe der Erkenntnis. Ich gehe mal davon aus, ganz, ganz viele, die uns zuhören, wissen ja gar nicht, von wem wir jetzt da großartig reden. Also wir haben den Namen Bonaventura genannt. Wir können uns jetzt im Mittelalter schon mal verorten von dem, was Sie gesagt haben. Wir wissen, okay, da gibt es einen Kontext zu Anselm, den man vielleicht kennt oder vielleicht schon mal gehört hat. Aber wer war denn dieser Bonaventura? Also was wissen wir über sein Leben? Was wissen wir? Wir wissen nicht einmal ganz genau, wann er geboren ist. Wir wissen, wann er Generaloberer des Franziskanerordens geworden ist, 1257, als er sein Zeitgenosse von Thomas von Aquin, wahrscheinlich im Jahr 1217 geboren, das erschließt man aus Rückschlüssen, und 1274 gestorben, genauso wie Thomas von Aquin. Bonaventura war auf dem Konzil in Lyon noch dabei, und zwar federführend, eine Art von Organisator. Thomas von Aquin ist gestorben auf dem Weg zu diesem Konzil. Beide wurden als große Theologen dorthin eingeladen, um schwierige Fragen, zum Beispiel auch die Gespräche mit den Ostkirchen, mit der Ostkirche, mit den orientalischen Christen zu führen. Also das ist der grobe Rahmen. 13. Jahrhundert, geboren ist er in Italien, in einer Stadt in der Nähe von Orvieto. Man weiß von den Eltern nicht sehr viel. Den Namen weiß man, dass sein Vater Arzt war. Man weiß, dass die Familie Bezüge gehabt hat, Beziehungen zu den Franziskanern. Also wenn man die Zeit jetzt mal ein bisschen so einschätzt. Franziskus, 20er Jahre ist die große Zeit, 20er Jahre, wo er seine großen Erfahrungen macht, die Regula schreibt. Also die Franziskaner sind schon präsent zu der Zeit, und Bonaventura ist fasziniert von dieser franziskanischen Geistigkeit. Er kommt zum Studium nach Paris und nach Abschluss seiner Grundstudien, Philosophie, Rhetorik, das, was man damals kennen musste, um eine gute Allgemeinbildung, also Collegebildung zu haben, ist er in den Orden eingetreten. Hat dann die Laufbahn des Theologiestudiums, der Assistenzstelle durchlaufen,
hat eigentlich alles gemacht, um Professor zu werden. Das wurde von den etablierten Professoren dort nicht so gerne gesehen. Er musste einige Jahre warten, bis er tatsächlich aufgenommen wurde, genauso wie auch Thomas von Aquin. Das ist eine Geschichte, die auch manchmal tröstlich ist. Nicht alles läuft so glatt im Leben. Und dann ist er eben er hat akademische Schriften geschrieben, in dem Bewusstsein, dass die Theologie auch manchmal ein finsterer Wald ist für die Leute, die anfangen zu studieren. Jeder Professor macht nur sein Spezialgebiet. Mhm. Wo ist das einigende Band? Und dafür hat er das Privilegium geschrieben, eine Grundlage zu geben, worauf man dann auch die Spezialvorlesungen hören kann, um überhaupt zu wissen, wo läuft denn das Ganze raus und was sind die Grundlagen. Und als Oberer des Ordens hat er dann sehr viele geistliche Werke geschrieben, weil ihm ein Anliegen war, dass nicht nur Gesetzgebung einen Orden stabilisiert, sondern vor allem das geistliche Leben der Mitglieder. Also Umkehr der Einzelnen ist wichtiger als nur ein pastorales Management. Ja. Es sind zwei Sachen, die ich gerne aufgreife, die ich ganz, ganz spannend finde. Das eine ist, ich kann das als jemand, der ja auch Theologie studiert hat und Sie unterrichten ja auch Theologie, ganz gut nachvollziehen. Also ich finde, wenn man am Anfang mit dem Theologiestudium anfängt, dann fühlt man sich oft ein bisschen überwältigt. Da passiert das im Alten Testament und das im Neuen Testament und man muss Sprachen lernen und Systematik und Fragen und man denkt sich eigentlich immer, was hat das eigentlich jetzt, wo hängt das alles zusammen? Und ein großes Anliegen von mir ist auch immer so ein bisschen so, was ist der Metanarrativ der Christlichen? Also wie kann man das irgendwo einordnen? Das hilft ja dann ganz, ganz viel. Wie würden Sie sagen, wenn er jetzt sagt, okay, er versucht den Theologiestudierenden in Paris und wo auch immer, die jetzt vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sehen, was ist denn der Wald für ihn? Oder was ist denn das Zentrum für Bonaventura des Glaubens, wo er denn sagt, okay, jetzt wenn ihr da all diese unterschiedlichen Thesen hört und euch in diesen Fragen verliert, wo orientiert er sich denn hin? Also wenn man das Privilegium hier nimmt, würde man sagen müssen, das Zentrum der christlichen Theologie ist Jesus Christus. Das ist vielleicht auch das, was Luther an Bonaventura geschätzt hat. Er hat ja gesagt, dass er Bernhard von Clairvaux und Bonaventura besonders nahe fühlt, weil die eben Christus ins Zentrum stellen. Aber Christus ist natürlich nur interessant, weil er der Sohn Gottes ist. Ja. Also die Menschheit Christi, ist deswegen so wichtig, weil es der Sohn Gottes ist, der uns hier begegnet. Das heißt, wenn ich von Christus spreche, spreche ich von der Dreifaltigkeit. Und die Dreifaltigkeit ist das, worauf ich getauft bin. Also, wenn ich den Kern des Christentums beschreiben müsste mit Bonaventura, würde ich sagen, es ist das Bekenntnis, das ich in der Taufe ablege, wo ich im Glauben mich übereigne an den dreifaltigen Gott, der mich erschaffen, in Christus erlöst hat und mich vollenden will durch die Gaben des Heiligen Geistes. Das ist das Zentrum. Und darum ist das Privilegium aufgebaut wie eine kleine Dogmatik. Und wenn man nicht das Glaubensbekenntnis zugrunde legt, dann ist die Heilige Schrift ein Sammelsurium von Büchern, wo man nicht weiß, wie hängt jetzt das zusammen? Also das Zentrum für Bonaventura ist klar, die ganze Heilige Schrift gehört eigentlich dem Wort Gottes, der Person des Wortes Gottes. Von ihm hat das Alte Testament geschrieben. Selbst bei den Büchern, wo man sich fragt, wie bringe ich jetzt das zusammen? Numeri oder auch Kohelet. Ja. Das ist vielleicht nicht so einfach, den Zusammenhang zu sehen, aber für ihn ist klar, die Heilige Schrift ist als Ganze deswegen Heilige Schrift, weil sie mir etwas zu verstehen gibt
von dem, wie Gott ist, wie Gott den Menschen führt. Und in klarster Weise wird das in der Person Jesu Christi, der selber nichts geschrieben hat, deutlich. Obwohl das selber, ganz faszinierend. Ja. Also ich glaube, da ist ganz viel Relevanz. Mich erinnert das, Sie haben jetzt auch Luther erwähnt, genau an den Austausch zwischen Luther und Erasmus von Rotterdam, wo er auch Erasmus von Rotterdam dieses Argument bringt und sagt, das sind so viele unterschiedliche, widersprüchliche Texte. Mhm. Wie kann man denn mit der Bibel überhaupt irgendetwas argumentieren? Und Luther ja auch auf dieses Zentrum hinweist und sagt, Jesus Christus ist das Zentrum. Manche Dinge, er erleuchtet die Schrift, von ihm aus wird die Schrift erleuchtet und dann gibt es Dinge, die bleiben mir vielleicht immer noch dunkel in meinem menschlichen Verstand, da werde ich nie ganz durchdringen. Mhm. Aber so, das hält alles zusammen am Ende des Tages. Genau. Das hat er vielleicht eher von Bonaventura übernommen, könnte sein, weiß ich nicht. Aber ich meine, Bonaventura steht nicht isoliert. Mhm. Also wenn jemand nur ganz neue Sachen bringt, dann wäre ich auch vorsichtig. Ja. Also Bonaventura steht ja im Zusammenhang zum Beispiel mit Augustinus. Mhm. Und für Augustinus ist ja, er hat eine Hermeneutik der Bibel geschrieben, die Doctrina Christiana. Und da sagt er ja klar, das Zentrum der Heiligen Schrift ist eigentlich, dass wir fähig werden, das Doppelgebot zu erfüllen. Mhm. Also Gott zu lieben und alles, was Gott liebt. Das heißt, den Mitmenschen so, wie ich mich selbst liebe. Mhm. Wenn das Zentrum ist, wenn ich das erreicht habe, bräuchte ich sogar die Heilige Schrift nicht mehr. Mhm. Das ist radikal ausgedrückt. Ja. Natürlich, ich weiß, Augustinus, so weit kommt man nie im Leben. Aber es ist klar, dass für die Kirchenväter so etwas wie eine Regula Fidei existiert hat. Also etwas, was den Taufglauben so zusammenfasst, dass ich überhaupt erst einen Zugang zu den Büchern der Heiligen Schrift finde. Mhm. Ansonsten sind die halt einfach nur ein Bündel von verschiedenen Texten. Ja. Also das einigende Band ist der Glaube an Christus und das heißt der Glaube an die Trinität. Ja. Was wir heute als Hermeneutik bezeichnen würden. Ja, wir brauchen eine Hermeneutik, um das zu verstehen. Ja. So ist das. Ich würde noch so viel gerne rückfragen. Ich werde aber zum zweiten Punkt, den ich habe, rübergehen. Sie haben über die Tatsache gesprochen, dass er eben Ordensgeneral war, der Franziskaner, dass er quasi seine Familie diesen Kontakt auch hatte mit den Franziskanern. Mhm. Wir sind ja da in den ganz frühen Phasen der Franziskaner. Jetzt mache ich einmal eine Unterstellung und dann noch eine Behauptung und Sie sagen mir dann, wie das so ist. Das eine ist, so für mich persönlich denke ich bei großer intellektueller Theologie an die Dominikaner, nicht an die Franziskaner. So ist das. Also die Franziskaner sind für mich, ich weiß nicht, so populär, kennt man Franz von Assisi und der redet mit den Vögeln und der kümmert sich um die Armen und das ist ihm ganz wichtig, aber dieses Akademische wirkt es für mich nicht als erster Linie sehr franziskanisch quasi, sondern vor allem die Nächstenliebe und die tätige Liebe. Wie ordnet sich, also das heißt gerade die Unterstellung quasi den Franziskanern gegenüber, wie passt das mit einem großen Denker an der Uni Paris dann zusammen? Dieses sehr simple, doch sehr einfache franziskanische Orientieren an der Liebe mit der großintellektuellen Tradition, dem großintellektuellen Denken. Ja, in der Tat hatte Bonaventura auch im eigenen Orden Schwierigkeiten. Mhm. Es gab Brüder, die gesagt haben, Paris zerstört Assisi. Mhm. Das heißt, sie wollten damit sagen, die Gelehrsamkeit oder höhere Stellungen einzunehmen, zerstört das Charisma des Ordens, wo man eigentlich die Minderen sein will. Sie hatten Sorge um das ursprüngliche Profil der Demut und der Armut, wenn jemand jetzt gelehrt ist. Allerdings muss man natürlich auch sagen, es war nicht so, dass bei Franziskus in der ersten Generation nur Ungebildete dabei waren. Da gab es schon Gebildete, auch Priester, die in der ersten Generation dabei waren. Für Bonaventura war entscheidend, dass die Theologie nicht ein Weg der Karriere oder also der materiellen oder der intellektuellen Karriere ist, sondern eigentlich ein Weg der Askese.
Wenn jemand studiert, dann muss er auch bereit sein, Opfer zu bringen. Dann muss er auch, wir würden halt sagen, Sitzfleisch haben. Dann muss er sich bemühen, Dinge zu verstehen, auch zum Beispiel gegnerische Argumente widerlegen zu können. Das ist nicht immer so einfach, wenn man noch nicht weiß, warum was falsch ist. Ja? Das ist anstrengend, auch geistlich. Und deswegen hat er die Theologie verteidigt. Nicht, dass alle Theologie studieren müssten, keineswegs, sondern dass es Leute geben müsse, die zum einen fähig sind, gegnerische Argumente zu widerlegen, also auf der Ebene der Vernunft zu antworten. Gerade wenn zum Beispiel im aufstrebenden Bürgertum die Franziskaner tätig sind und nicht mehr jetzt einfach nur bei einfachen Leuten, sondern wenn Studenten kommen und fragen, ich habe das oder das gehört, was sagst du drauf? Also das ist das eine, dann den Gläubigen, die vielleicht auch mal Zweifel haben, eine Hilfe zu geben. Das ist ein schöner Gedanke bei Bonaventura, dass der Glaube zwar nicht durch Argumente hervorgebracht wird, der Glaube ist ein Geschenk von Gott, aber er kann durch Argumente gestärkt werden, so ähnlich wie Wunder in der frühen Kirche den Glauben der Leute gestärkt haben. Wunder bringen ihn nicht hervor, sondern sie geben eine Stärkung, also Hilfe für Gläubige. Und es ist ein Weg, Gott näher zu kommen. Das ist ganz typisch für Bonaventura. Das hat zum Beispiel Thomas von Aquin in dieser Weise nicht gesagt. Für Bonaventura ist Theologie eine Pforte, wie man zu einer tieferen Erkenntnis und deswegen zu einer tieferen Liebe zu Gott gelangen kann. Und das will er zeigen. Dazu schreibt er solche Werke wie das Itinerarium oder auch seine Meditationen. Sie haben mehrere Sachen gesagt, die ich gleich nachfassen möchte. Fangen wir vielleicht an mit dem, ich fand das jetzt, vielleicht können Sie noch mal ein bisschen in die Tiefe gehen, weil das ist etwas, was ja im Kern profundum liegt, dass wir machen Apologetik, wir wollen uns mit dem christlichen Glauben beschäftigen. Ja. Und Sie haben darüber geredet, eben Glaube oder auch Wunder in der frühen Kirche kann eben nicht durch Argumente geschaffen werden, aber er kann den Glauben stärken und einen Weg sein, Gott näher zu kommen. Finde ich faszinierend, finde ich brillant. Erklären Sie uns mal ein bisschen, wie meint das Bonaventura? Wie schaut das praktisch aus für ihn? Also, ich finde das faszinierend von der Idee, aber... Also der Glaube selber hat etwas mit Denken zu tun. Das haben wir am Anfang schon besprochen. Der Glaube ist eine Zustimmung, also zu etwas, wo ich zumindest was verstanden haben muss. Eine Art von erster Erkenntnis. Und Bonaventura bringt ein Beispiel. Es gibt viele Dinge, die man erkennen kann. Zum Beispiel einen mathematischen Satz. Und wenn ich ihn verstanden habe, so den Satz des Pythagoras, das bringt als Beispiel, habe ich natürlich auch Freude. Aber diese Freude bezieht sich darauf, dass ich es verstanden habe. Es ist was anderes, wenn ich glaube, Jesus Christus hat für mich sein Leben hingegeben. Und ich erfasse das tiefer. Zum Beispiel, wenn ich die Passion betrachte. Oder wenn ich verstünden oder verstehen könnte, was es bedeutet, dass Christus, der reich war, sich entäußert hat in der Menschwerdung bis zum Sterben am Kreuz und noch mehr in der Eucharistie. Und das ist etwas, was ihn mit Franziskus verbindet. Für Franziskus, der seine Bekehrung erlebt hat durch eine Begegnung mit Christus, eigentlich durch zwei Arten von Begegnung mit Christus. Die erste ist die im Armen. Und der Arme in der damaligen Zeit ist der Aussätzige. Der Aussätzige, der materiell im Elend ist, der keine Hoffnung hat. Hoffnungslosigkeit ist vielleicht die tiefste metaphysische Armut. Es gibt keine Perspektive, die Krankheit ist nicht heilbar. Und sozial ausgestoßen oder
ausgestorben, das heißt isoliert. Franziskus begegnet, sagt er selber im Testament, in seinem Testament, Christus dort. Und das, was ihm so am Anfang grauslich erschien, er habe einen Abschied gehabt gegen diese, überhaupt nur daran zu denken, dass es solche Leute gibt. Als er ihnen gedient hat, hat er gesagt, es sei ihm das Grauen in Freude verwandelt worden. Er habe ihnen gedient und er wusste, er tut das, was Christus will. Also er hat im Armen Christus entdeckt und deswegen ist die Liebe zur Armut bei Franziskus, die Liebe zum Gekreuzigten, nicht einfach zu nichts haben und je weniger ich besitze und je schlechter mein Habit ist, desto besser, sondern das Movens ist zu verstehen, dass er, der reich war, wie es im Philipperbrief heißt, für uns arm wurde, damit wir einen Reichtum haben, den keine Welt geben kann. Also alles in arm. Ja. Auch der Reiche ist arm, wenn er Christus nicht kennt. Das zu verstehen. Und das Zweite ist die Begegnung, die Franziskus hat mit Christus in der Kirche. Das sagt auch im Testament. Er habe einen Glauben bekommen. Der Herr habe ihm einen Glauben gegeben an die Gegenwart Christi in der Kirche. Von dem er wusste, dass er ihm nicht selber hergearbeitet hat. Und von daher kann man vielleicht wirklich sagen, dass die franziskanische Dreiheit, Krippe, Kreuz, Altar, das Fundament ist, was auch Bonaventura vertieft. Das Wort Gottes wird Menschenwort. Da zeigt sich so, dass wir es verstehen können sollen. Er entäußert sich, und dafür kann man fast keine Worte mehr finden. Darum endet das Itinerarium auch. Lasst uns schweigen und antreten in dieses Geheimnis. Gehen mit Christus zum Vater. Das heißt nicht, dass ich aufhöre, was zu wissen, sondern dass dieses Wissen noch einmal übersteigt und mehr wird als ein rationales Wissen. Und Altar bedeutet die Gegenwart Christi immer noch in seinem Wort und in seinen Sakramenten. Das beschäftigt Franziskus und es beschäftigt Bonaventura. Von daher ist eine franziskanische Theologie auch mit diesem Proprium verbunden, mit dieser Eigentümlichkeit. Und es hat Bonaventuras Konzept, konnte sich durchsetzen. Aber Sie haben recht, man muss dazu immer wieder auch sagen, es gibt diese selbstbewusste Überheblichkeit der Rationalität, die bei allem Wissen über Gott letzten Endes Gott verliert. Das sagt Bonaventura auch. Und vor allem am Ende seines Lebens, wenn er von der frechen Selbstüberschätzung der von der Theologie sich abtrennenden Vernunft redet. Also vom Glauben sich abtrennenden Vernunft. Gott ist kein Gegenstand wie irgendwas anderes. Man kann ihn nur verstehen, wenn man eine Neigung hat zu ihm. Und Neigung heißt, ist zweifach. Ja? Wenn ich mich zu etwas neige, tue ich es aus Zuneigung. Aber ich muss mich auch neigen vor dem Größeren, das Gott eben ist. Und das heißt, das ungeliebte Wort der Demut spielt halt auch eine Rolle, wenn man was erkennen will. Ich finde gerade dieses Doppelbild, was Sie gerade beschrieben haben, von dieser doppelten Neigung, Zuneigung und Neigung, das ist etwas, das hält ja auch so ganz, ganz spannende Begriffe in der christlichen oder biblischen Sprache zusammen. Also dieser Begriff, von dem es geht um die Liebe Gottes, also diese Entfachung von Liebe, da ist ja diese Zuneigung, diese persönliche Beziehung. Und dann, was Sie dann im Zweiten gesagt haben, dieses sich vor Gott neigen, also auch, also das ist ja das Ganze, um noch einen ungeliebten Begriff neben der Demut zu nennen, Ehrfurcht vor Gott quasi, das ist ja dann auch in dem irgendwo inkludiert, weil ich habe schon etwas Heiligen zu tun, wenn ich über Gott nachdenke. Es ist aber nicht mit Ihnen im Gegenstand, es geht hier nicht um
die Beschreibung des Wasserglases und das kann ich auch zerbrechen, wenn ich möchte, um es zu analysieren, sondern ich habe es mit etwas zu tun, was auch ein gewisses, mit Kierkegaard zu sagen, Furcht und Zittern vielleicht schafft, aber eben nicht, weil eben die Liebe die Furcht, ich weiß nicht genau. Ich rede gerade vor mich hin, aber ich finde, das fasziniert mich gerade, was Sie erzählen. Ja. Das ist genau der Punkt. Die Demut Gottes, also von der Franziskus zum Beispiel so viel redet, die Demut Gottes, dass er das überhaupt mit sich machen lässt, dass er hat den Verstand erschaffen, der jetzt über ihn nachdenkt. Ja. Und wenn man es noch radikaler sagen würde, er hört uns jetzt auch zu, wenn wir über ihn reden. Ja. So, also dieses, das zu erfassen, und zwar in der Wirklichkeit, das geht nicht einfach nur auf der theoretischen Ebene. Mhm. Und darum sagt Bonaventura, wenn ich etwas erkenne, wie dass Jesus Christus für mich gestorben ist, und zwar als wir noch Sünder waren, und immer noch sind, also dass das Wirklichkeit ist, das sprengt im Grund das, was ich denken kann. Und dem muss ich irgendwie, ich muss dem zustimmen und dann kann ich nochmal zurückdenken, wie ist es, wenn, was weiß ich, Johannes der Täufer sagt, seht das Lamm Gottes. Ja? Oder Jesus dann gekreuzigt wird zu der Stunde, wo die Lämmer im Tempel geschlachtet werden. Was hat es mit dem Alten Testament zu tun? Wo sind die fernen Vorherklänge dessen, was Gott tun will, um uns nahe zu sein? Das ist nicht nur eine rationale Angelegenheit, ganz klar. Und deswegen kann die Theologie ein Weg zur Kontemplation sein. Ja. Wirklich faszinierend. Wir kommen nicht weiter, weil es einfach zu viel zu sagen gibt. Ich möchte noch eine Sache, also ich habe schon ganz über die Beziehung zwischen Bonaventura und Franziskus geredet, aber eine Sache, ich habe eben einen Text gelesen von Ihnen, wo Sie eben so eine kurze Biografie, einen Einblick in Bonaventura geben. Und da schreiben Sie, als Bonaventura die Leitung der Franziskaner bei den Ordenskanzel wird, dann befindet sich ja auch der Franziskanerorden so ein bisschen in einer Krise. Und es ist ja auch etwas, was ja oft, also wir haben vorhin eben das Diakonische vielleicht oft getrennt ist von der Theologie. Und Sie haben dann auch noch reingebracht eben, diese Mystik und die Askese, also das Kontemplative, das sind ja oft für uns so drei abgetrennte Bereiche. Es gibt ja die das Diakonische, die Caritas machen, es gibt die Theologie machen, auf der Uni sitzen, und dann gibt es die Leute, die vielleicht sehr tiefes geistiges Leben haben. Es gibt ja noch eine vierte Kategorie, die auch oft noch, da gibt es ja noch die institutionellen Leute, also die sich kümmern, dass das Geld da ist und Mitarbeiter angestellt werden. Das ist alles ganz ein bisschen getrennt. Was mich fasziniert ist, ja, Bonaventura als Ordensgeneral übernimmt ja auch noch diese vierte Kategorie auch noch. Er ist Theologe, er lebt als Franziskaner, ich nehme mal an, er lebt auch gelebte Liebe, die gelebte Caritas, er beschäftigt sich mit Kontemplation und er beschäftigt sich noch mit all diesen weltlichen Dingen wie Finanzen, Organisation und so weiter. Das hat er nicht gerne gemacht. Er schreibt es selber. Verstehe ich, sehr gut. Er schreibt es, aber er ist zuversichtlich. Also er macht zum Beispiel da etwas, was klug ist. Er schreibt in einem Brief an den gesamten Orden, das heißt an die Ortsoberen, die Provinzielle, das ist eigentlich eine Last, die niemand tragen kann. Es sind 30.000 Brüder. Die gehen von Ungarn bis nach Marokko, von Schweden bis Süditalien. Ja. Wie will man das machen? Ja. Und er sagt, er verlasse sich auf die Loyalität und die Treue der Provinzielle und denen schärft er dann bestimmte Dinge ein. Das Geld darf nicht die erste Rolle spielen. Das geht nicht. Die Leute, auch die von außen, betrachten uns ja auch. Und es gibt auch ein Ärgernis, das man geben kann, wenn man das eigene Charisma so schleifen lässt. Und dann versucht er natürlich zu zeigen, dass Kopf, Herz und Hand zusammengehören. Also eine tätige Liebe, eine Diakonie, von der Sie gesprochen haben. Und da ist er sich mit Thomas von Aquin auch ganz einig. Eine tätige Liebe
muss einen Kern haben, ein Feuerherd, was von innen kommt. Mhm. Sonst wird die Caritas eine Institution. Mhm. Und das Wirkliche, was die Caritas ausmacht, mhm, das ist eben etwas, wo man die Liebe Christi weitergibt, mhm, und nicht ein Programm. Mhm. Wenn das fehlt, dann kühlt auch die Diakonie aus. Mhm. Die Rationalität kann auskühlen, wenn das Herz nicht da ist. Mhm. Aber die Diakonie auch. Mhm. Das kann ein Management werden. Mhm. Und deswegen legt er Wert darauf, dass das, was wir zu leben haben, nicht einfach nur eine übernatürliche Ethik ist, mhm, sondern dass es geformt oder genährt werden muss von einer persönlichen Beziehung. Mhm. Nicht ich bin's, die Menschen lehrt oder bedient oder heilt oder sorgt. Mhm. Ich bin's auch nicht, die Menschen so liebt, wie sie es verdienen. Mhm. Es ist er. Mhm. Und deswegen muss ich zuerst, bevor man redet, muss man hören auf ihn. Mhm. Und bevor man anderen glaubt, was Gutes tun zu können, mhm, muss man sich auch fragen, was ist das Gute, das der Herr mir tut. Mhm. Ja, wenn Gott nicht mein höchstes Gut ist, mhm, wie kann ich anderen sagen, pass auf, er ist dein höchstes Gut. Mhm. Ja, das heißt, es hängt an dieser transzendentalen Beziehung, mhm, was auf der horizontalen Beziehung Ebene abläuft. Mhm. Und da gab es natürlich schon auch Probleme. Ja. Mm. Die Trägheit, die sich einstellt, nicht nur in der zweiten Generation, mm, oder in, ja, er ist schon der siebte Nachfolger des Franziskus. Also Trägheit ist etwas, was auch im eigenen geistlichen Leben kommt, im, mm, individuellen. Man hat eine große Bekehrung und dann vielleicht irgendwann Laden läuft. Mm. Wo ist das Feuer des Anfangs? Mhm. Wie hält man das denn kräftig? Man muss nicht immer große Gefühle haben oder große Begeisterung. Mhm. Aber das Fundament, an das soll man sich erinnern, mhm, darum spielt bei Bonaventura die Anthropologie so eine große Rolle. Was will denn Gott vom Menschen? Ja. Mhm. Der Mensch ist nicht einfach irgendein verlassenes Würmchen, sondern eigentlich was ganz Großartiges. Mhm. Jemand, der erschaffen ist nach Gottes Bild und Gleichnis. Mhm. Das ist für ihn so wichtig. Und selbst wenn er sich klein vorkommt, er hat in seinem Inneren diese Kräfte des Gedächtnisses, des Verstehens, mhm, der Liebesfähigkeit, an die Gott fortwährend anklopft. Mhm. So viel Spannendes. Ich möchte das gleich aufgreifen im Sinne von, weil Sie haben jetzt von diesem Erlöschen auch von Liebe gesprochen und von dieser Wichtigkeit, eben, dass es nicht nur eine Bekehrung ist oder auch diese Verknüpfung. Ich möchte gerne springen so zu Bonaventura als geistigen Leiter, als jemand, der da auch ja eben ein versucht, hier Leute zu begleiten. Wir hatten das eben bei dieser Einführungszitat, was ich von Gerson gesandt hat, der eben geschrieben hat, in meinen Augen ist er, die anderen mögen es nicht übernehmen, ein einmalig geeigneter Lehrer. Man ist bei ihm in besten Händen, wenn man Erleuchtung des Verstandes, also ist schon ganz viel Spannendes gesagt, ich möchte auch da noch ein bisschen nachfragen, aber und Entflammung des Herzens sucht. Und gerade so im Bereich Mystik, Entflammung des Herzens, das ist ja auch etwas, was oft dann losgelöst ist vom Verstand und von der Vernunft. Vielleicht fangen wir mal nicht daran an zu sagen, wie tut er das, wo orientiert er das hin und was ist dann so das Besondere seiner Mystik und wie hängt das beides zusammen dann bei ihm, Verstand und Entflammung des Herzens? Das sind nicht ganz auf die Parallele fest, aber es gibt eine Analogie. Es hängt genauso zusammen wie der Sohn und der Geist. Mhm. Also der Sohn und der Heilige Geist, mhm, die Sendung dieser beiden, ist eine Art von
Erleuchtung, ja. Mhm. Und es ist eine Entflammung. Also mhm. Gott wirkt auf beide Weise mhm. auf den Menschen, weil diese beiden Kräfte zusammen eigentlich den freien Willen begründen. Weil das, was Gott vom Menschen möchte, mhm. ist nicht ein Bündel von Empfindungen, mhm. die morgen weg sein können. Mhm. Weil Gefühle halt auch viel mit der Struktur einer Person zu tun haben. Mhm. Bonaventura weiß das, dass Leute manchmal leicht weinen, aber sie vergessen es auch wieder leicht. Mhm. Hängt mit dem Körper zusammen und mit bestimmten seelischen Veranlagungen. Mhm. Auch mit den Erfahrungen, die jemand gemacht hat. Daran misst sich nicht Heiligkeit. Mhm. Heiligkeit misst sich an der Entschlossenheit. Mhm. Für Gott, selbst wenn es trocken ist oder man nichts spürt, für Gott zu gehen. Mhm. Also Nachfolge ist nicht auf Gefühle gebaut. Mhm. Aber es wäre schön, wenn auch ein paar Gefühle dabei sind. Ja? Und deswegen ist seine These, dass von innen heraus, also von innen heraus wächst Feinfühligkeit mhm. für Gott. Mhm. Die ist vielleicht nicht gleich am Anfang da, mhm. bei manchen Leuten gibt es große Erfahrungen, ja. Aber damit es auch, wir reden heute von Nachhaltigkeit, mhm. damit es was Einwurzelndes ist mhm. und nicht alles weg ist, wenn man mal eine Zeit lang nichts mehr spürt, mhm. da muss was geformt werden. Mhm. Und nachdem der Mensch als Bild Gottes erschaffen ist, muss man auch sagen, Gott redet nicht zu einem Bündel von Nerven, mhm. sondern er redet zu seinem Abbild, mhm. wenn er mhm. sich kundtut. Und unsere Antwort ist ein Ja, ich möchte es verstehen. Ja, ich antworte so gut wie ich kann mit der Liebe, die ich aufbringe. Mhm. Und dann ist Gott auch großzügig. Mhm. Für Bonaventura konzentriert sich das in einem Begriff, der, wir verstehen darunter meistens viel zu oberflächlich etwas, Weisheit. Er nennt mhm. das Weisheit. Im Lateinischen ist das eine Mischung von ich erkenne etwas und ich bin davon begeistert. Mhm. Das ist beides zusammen. Mhm. Und in der tiefsten Form ist die Weisheit die Ergriffenheit von Gott selber. Von, mhm. also eine Begegnung. Das heißt, wir haben Stufen von mhm. Verspüren, eine Art von Begeisterung über den Glauben. Mhm. Und bis hin zu dieser Cognitio Experimentalis. Ja, die kann man nicht experimentell machen, klar. Mhm. Aber es ist eine Erfahrungserkenntnis davon, dass es wahr ist, was Gott spricht. Mhm. Und dass er einen wirklich liebt und vollenden will. Mhm. Dass auch das ist eben eine Gabe des Heiligen Geistes. Und mhm. Dazu ist es die Frage, kann ich dazu was tun? Mhm. Ja, kann man da was tun? Und da gebraucht er ein Bild, mhm. das Bild von dem Propheten Elia, mhm. der da Holz aufschichtet und tut und macht. Ja. Aber das Feuer muss vom Himmel fallen. Mhm. Man kann viel Holz aufschichten, zum Beispiel indem man Betrachtungen anstellt, mhm. aber das Feuer kommt dann letzten Endes doch vom Himmel. Mhm. Und wenn einem Gott nicht diese Erfahrungen gibt, die man gerne hätte, dann ist der Glaube trotzdem das Größte, was mhm. wir empfangen können. Ja. Mhm. Also auch die Durchhalte, das Durchhaltevermögen, mhm. auch ohne große mystische Erfahrungen. Weil wenn man keinen Zucker bekommt und doch weiß, dass Gott alle Süße ist, mhm. ja, dann wird man als erwachsenes Kind behandelt. Mhm. Ich möchte ein Bild aufgreifen oder ein Sie haben jetzt mehrere Sachen erwähnt, die ich aufgreifen. Ich werde jetzt alle dazu werfen und Sie mal schauen, was Sie damit machen. Schauen wir, was Sie auffallen. Das eine ist, Sie haben jetzt von dieser Süße geredet eben ja. Und von dem Aufleuchten. Und eine Phrase, die bei mir hängen geblieben ist, wie ich Ihre Texte gelesen habe zu Bonaventura, ist,
Sie schreiben auch mal vom Aufleuchten und vom Verkosten der Wahrheit. Ich finde diesen Begriff vom Verkosten der Wahrheit finde ich faszinierend, weil da hängen ja wieder Wahrheit, was man nur mit der Vernunft zusammenhängt, und Verkosten ist ja eher mit dem Erleben, etwas mit dem Gefühl zusammenhängendes. Also vielleicht, dass Sie da mal kurz reingehen. Und das andere ist etwas, was wir auch besprechen, da geht es dann mehr um das Thema Bekehrung, ist, Sie sprechen von einer geistigen Sehkraft, von einem inneren Auge und davon, dass der Mensch durch den Sündenfall erblindet war und dass der Herrscher der geistigen Sehkraft dann ja eine neue innere Haltung schafft, die mir ein neues Liebesvermögen schenkt. Genau. Ja, ich werfe diese Begriffe jetzt einmal zu. Oh ja, das ist ziemlich viel. Also das eine ist die Art und Weise, wie man denn etwas ausdrückt. Hm. Wenn man der Wahrheit schlechthin oder der Person Jesu Christi begegnet in den Worten der Heiligen Schrift, dann ist es ja nicht nur, wie wir mit dem Licht vielleicht zum Ausdruck bringen können, mir ist ein Licht aufgegangen. Hm. Jetzt ist mir was eingeleuchtet. Hm. Das ist an sich schon was sehr Schönes und was, wo man sieht, dass Erkenntnis nicht etwas ist, wo ich zugreife, sondern wo sich was öffnet. Und beim Verkosten schwingt mit, dass die Wahrheit nahrhaft ist. Also das, was im Alten Testament, in den Psalmen gesagt wird, dass das Wort Gottes süß ist wie Honig, das heißt nicht nur, dass ich jetzt ganz zufrieden bin und dass mir gut geht, sondern dass mich das auch ernährt und dass es zur Auswirkung hat, nicht nur, dass ich einen hellen Verstand bekomme, sondern dass mein Herz auch süß wird. Und das ist für die mittelalterliche Mystik der Ausdruck dafür, dass das Herz im Frieden ist. Frieden untereinander. Wir gebrauchen meistens dieses Wort, ich bin friedfertig oder ich benehme mich so, dass ich im Frieden mit anderen bin. Aber das Erste ist, dass Gott einem den Frieden mit sich gibt. Also ganz wie Paulus das sagt, lasst euch mit Gott versöhnen. Wenn diese Versöhnung da ist, kommt auch Frieden im eigenen Inneren. Da streiten nicht ständig Verstand und Herz oder zwei Herzen mit zwei Willen. Oder, sondern da gibt es eine Schwerpunktsetzung. Und dann kehrt eine Art von Frieden ein. Our peace in his womb. Und dann kommt Fähigkeit nach außen. Und das ist alles eine Wirkung auch der Begegnung mit Christus. Ganz praktisch, wenn jemand erfahren hat, dass Gott ihm vergeben hat, dann tut er sich auch leichter, anderen zu vergeben. Und das heißt nicht nachsichtig sein, als wäre das nichts, als Sünde. Sondern es heißt, zu verstehen, was das ist. Ziemlich hart. Und dennoch zu wissen, ich kann vergeben, weil mir vergeben worden ist. Das heißt, Erkenntnis hat eine Auswirkung aufs Innere. Und das wird mit dieser Sprechweise zum Ausdruck gebracht. Und jetzt nochmal zurück zum, warum sind wir blind? Warum wissen wir das nicht alles? Ja? Die Heilsgeschichte, und davon geht Bonaventura aus, wie viele andere auch, wie auch Autoren des 12. Jahrhunderts, die Heilsgeschichte besagt, wir waren so erschaffen, dass wir mit Gott einen vertrauten Umgang hätten haben können. Das Paradies, die Geschichte zeigt es, man hätte sehen können. Die Welt wäre ein klarer Spiegel gewesen. Wir hätten mit Gott reden können, im Abendwind spazieren gehen. Das ist ein schönes Bild. Ja, das ist ein wunderbares Bild. Die Genesis sagt es, aber leider ist Misstrauen eingetreten gegenüber Gott. Der gönnt uns was nicht. Ausgerechnet von dem, wo wir, wieso eigentlich von dem Baum nicht? Wir kennen die ganze Geschichte. Die erste Sünde ist, dass man Gott nicht mehr vertraut. Ohne Grund. Nur auf Einflüsterung hin. Und das verdirbt eine Beziehung. Und wir sind die Erben. Kann man so sagen, Wir haben das alle. Adam ist auch in uns noch. Und er muss verwunden werden durch den zweiten Adam, durch Christus. Und wenn man ihm
glaubt, ja, wenn der Beweis der Liebe Gottes geglaubt wird. Und das ist das Kreuz für Bonaventura, ganz klar. Wenn man dem glaubt, dann verändert sich der Blick auf die Welt. Dann muss ich auch der Welt nicht mehr alles abpressen, was es an Gütern gibt und letzten Endes verzweifelt sein. Ja? Sondern dann weiß ich, was die Welt ist. Sie ist Schöpfung Gottes, sie ist gut, aber Gott hat noch mehr vorgesehen. Und die Schöpfung ist auch versehrt, verwundet und wartet auf das Offenbarwerden. Also alles das, was in der Heiligen Schrift so an verschiedenen Stellen gesagt wird, kommt da zusammen. Also wir müssen durch den Glauben, der zunächst einmal ein Sehen im Nichtsehen ist, paradox, müssen wir einen neuen Blick lernen. Und wir erfahren durch den Glauben nicht alles, was wir gern wissen würden. Wie lange jetzt die 7 Schöpfungstage wirklich waren und so verschiedene Dinge. Gott zeigt uns durch den Glauben das Wesentliche, was wir wissen müssen, wozu die Welt da ist, wozu ich selbst da bin, wozu es die Kirche gibt, wer er selber ist, was das Ziel von allem ist. Und wenn ich das weiß, und das kann der einfachste Gläubige wissen, ich glaube an Gott, der alles geschaffen hat, ich glaube an das ewige Leben, innerhalb dem normalen, nüchternen, alten Glaubensbekenntnis ist alles gefasst, was an Wundern denkbar ist. Ja. Wenn ich das glaube, öffnet sich Schritt für Schritt Verstehen. Wie schaue ich die Welt an? Wie schaue ich mich an? Wie schaue ich meine Mitmenschen an? Und dann eben auch ein Gespür für Gott. Wenn Gott so ist, wie ich es bekenne, wenn er wirklich Vater ist, wie ich im Vater unser ausspreche, was heißt es dann, dass ich seine Tochter bin? Und auf einmal zeigt sich, dass die Welt eben nicht ein gottverlassener Ort ist, sondern eine Bühne, wo Entscheidungen getroffen werden. Ich hätte so viel mehr noch, Frau Schlosser, was ich Ihnen Sie fragen möchte. Also ich hoffe, Sie fühlen sich wohl in dem Gespräch. Ich würde mich wirklich freuen, Sie wieder zurück begrüßen zu dürfen. Ich möchte noch ganz kurz 3 Fragen stellen am Ende. Das eine ist in Bezug auf, was wir jetzt gerade besprochen haben, dieses Element von geistigen Leitung, von diesem Eintauchen in Gott. Ein Werk, was sehr bekannt auch von ihm ist, ich möchte es nicht falsch aussprechen, ist das Itinerarium Mentis in Deum. Also so es sind so Exerzitien, glaube ich, so eine Wegweisung, so analog zu einer Pilgerfahrt nach Jerusalem. Und Sie schreiben auch in Ihrem Buch dann eben, ich zitiere Sie da mal, der von Bonaventura gemeinte Friede, in dem den Kern der Predigt des Franziskus sieht, ist die Frucht der Kontemplation, ein Verspüren der Liebe zwischen Gott und Mensch. Und dann sagen Sie, der Weg zu Gott ist zwar ein Aufstieg über einzelne Betrachtungen, aber letztlich ist es der Weg Christus, der Gekreuzigte. Also da haben Sie auch schon vieles geredet über dieses Zentrum vom Kreuz, aber ich finde gerade das ganz faszinierend. Also einerseits, ich finde, da gibt es oft, habe ich das Gefühl, gerade in unserer modernen Zeit, bei vielen eine ganz neue Sehnsucht nach Mystik und sagen, ich möchte auch Gott erleben und fühlen und da eine gewisse Trockenheit aufbrechen, gerade auch bei Leuten, die sich mit Theologie beschäftigen. Aber dann eben finde ich ganz wichtig am Ende sagen, das ist nicht nur ein Betrachten, das irgendwo in das Licht hinter dem Licht geht oder was auch immer, wo es irgendwo dann eigentlich von der Rationalität befreit ist, sondern eben, Sie sagen ganz klar, aber letztlich ist der Weg Christus der Gekreuzigte. Erklären Sie mal, was der Bonaventura tut und wie das aussieht und was wir davon lernen können eigentlich heute, auch für unser geistiges Leben aus dem von Bonaventura. Als Sie haben begonnen mit dem Begriff vom Frieden, Pax, Franziskus von Assisi hat gesagt, der Herr habe ihm geoffenbart, er solle die Leute grüßen, Pace Bene, ja? Er solle den Frieden wünschen. Der Friede nach dem Neuen Testament ist es Christus selber. Ja? Also er soll eigentlich den Frieden, den Christus gewirkt hat, zu den Menschen bringen. Ganz einfach. Und für Bonaventura ist
Friede der Ausdruck für die Vollendung, die man auf Erden erreichen kann. Mhm. Ja, wenn man Kind des Friedens ist, dann ist man Kind Gottes. Und der Friede ist nicht zuerst ein Verhalten und auch nicht einmal zuerst eine Haltung des Menschen, sondern ist eine Gabe, ein Donum, ein Geschenk Gottes. Und dieses Geschenk mehr und mehr anzunehmen, soll das Itinerarium dazu führen. Ein Pilgerweg, den man nicht zur Stadt des Friedens, wie Jerusalem etymologisch gedeutet wird, geht. Im Mittelalter hat man viele Pilgerreisen gemacht. Ja. Also man geht diesen Weg mit dem Herzen. Man macht einen Aufstieg im Herzen, so Bonaventura. Und er schafft es in diesem Werk, deswegen ist es so berühmt geworden, auch für Philosophen und nicht nur für Theologen, für die vielleicht weniger sogar. Er schafft es, philosophische Überlegungen über was ist Wahrheit, wie funktionieren unsere Sinne, warum strebe ich nach dem Guten? Philosophische Überlegungen, anthropologische Überlegungen, wie ist der Mensch strukturiert? Wieso sage ich, ich bin Bild Gottes? Worin besteht denn das? Diese Überlegungen zusammen mit theologischen, Gott hat sich geoffenbart als ich bin der Einzige, der immer ist. Ja, ich bin der ich bin, heißt, das kann niemand von sich sagen außer Gott. Ja. Und als der, der dreifaltig ist, der ganz gut ist, der nicht neidisch ist. Wenn ich diese Betrachtungen durchgehe, ohne die Liebe, die mir möglich ist, weil es Jesus Christus gibt, der mein innerer Lehrer ist, dann werde ich zwar gescheiter und kann dozieren darüber, kann über Trinitätstheologie sehr gut dozieren, ja? Oder über Optik oder über philosophische Gotteserkenntnis. Diese Betrachtungen werden nur fruchtbar, wenn es eine Beziehung zu Christus gibt. Also wenn man auf dem Weg ist zu ihm. Und warum ist es ausgerechnet der Gekreuzigte? Nicht, weil das Leiden an sich verherrlicht würde, sondern weil das Leiden für Bonaventura der letzte Ausweis für Liebe ist. Für eine Liebe, die sich nicht scheut, das Leben hinzugeben. Und natürlich auch die Auferstehung ist mitgedacht, weil wenn jemand für mich sein Leben hingeben würde und ich könnte ihm niemals danken, weil er ewig tot ist, ja, das ist furchtbar. Ja. Ja? Sondern, dass es ein Leben gibt, das er mit uns teilen will. Dafür steht das Kreuz. Und darum ist die Angleichung an ihn, dieses Betrachten, nicht nur was er für uns auf sich genommen hat, in der Passionsbetrachtung, sondern auch was er uns dafür geben wollte. Dass die Liebe sozusagen beflügelt. Und im Bild von Bonaventura heißt das, man kann sich mit den Flügeln der Betrachtung nur erheben, wenn im Zentrum Liebe ist. Betrachtung ohne Liebe führt nur zu einer größeren Erkenntnis, aber die Erkenntnis heißt nicht, dass man Gott berührt. Dazu muss Gott einen selber berühren und dazu muss man die Erniedrigung Gottes annehmen. Das ist vielleicht theologisch der Hintergrund. Und dann kommt daraus das große Vertrauen, der Glaube, die Hoffnung und die Liebe. Und der Glaube heißt eben nicht, ich ziehe mich aus dem Sumpf am eigenen Haarschopf. Und die Hoffnung bedeutet auch nicht, nun, ich habe Selbstvertrauen, ich werde es schon schaffen, es wird schon alles gut werden. Sondern es heißt, dass Gott mir sogar noch verspricht, zu helfen, dass ich erreiche, was er verheißen hat. Das heißt Hoffnung. Ja? Und dann schwappt diese Tugend, ich sage es flapsig, ja, schwappt sozusagen über, und Bonaventura nennt das Excessus Mentis. Okay. Wenn jemand etwas versteht, was eigentlich die Rationalität sprengt, wenn jemand auf etwas hofft, was man als Mensch eigentlich gar nicht erhoffen kann, nämlich dass Gott ein Interesse hat an mir,
Wenn jemand weiß, ich kann Gott deswegen lieben, weil er mich zuerst geliebt hat. Mhm. Ich bete nicht, weil ich Sehnsucht nach Gott habe, sondern weil Gott mich erwartet. Mhm. Dann dreht sich das um. Und für Bonaventura ist am Ende des Itinerariums eben, er versucht das auszudrücken, der betrachtende Mensch wird selber Licht. Er nimmt nicht nur das Licht auf, sondern er wird transformiert. Nicht wie Franziskus mit den Wundmalen, aber er wird transformiert in die Eigenschaften, die Gott am Menschen sehen will. Mhm. So. Also das Staunen ist sozusagen die Reaktion auf die Botschaft des Glaubens. Mm. Und die Verehrung, die Zuneigung zu Gott ist die Antwort auf die Liebe, die kommt. Also dazu muss man aber vielleicht auch mal den Verstand einschalten und nicht nur einfach da sitzen und warten, ob irgendwelche Erfahrungen kommen, sondern Holz herbeischaffen, damit das Feuer auch vom Himmel fallen kann. Ich mag dieses Bild, das gefällt mir sehr, sehr gut. Also das ist ein sehr, sehr schönes Bild. Also ich möchte jetzt gerne noch mal rückfragen, diese Transformation, was da alles da implizit ist. Also ich glaube, da kann man ganz viel lernen und so. Ich glaube, das Wichtigste für Bonaventura ist, dass Glaube, Hoffnung und Liebe, diese einfachen Tugenden, der Kern der Transformation sind. Also Mystik ist nicht was für ein paar Sonderbegabte. Mhm. Für ihn ist das dieses Spüren natürlich auch abhängig davon, wie Gott die einzelnen Personen führt und was in dem Geschaffensein einer Person drin liegt an Möglichkeiten. Aber grundsätzlich ist Glaube, Hoffnung und Liebe selbst diese Umgestaltung des inneren Auges oder des Geschmackssinns. Mm. Man muss auch manchmal den Geschmackssinn erst auch mal bilden, auch, damit einem was schmeckt. Was ja jeder, der erwachsen wird, eigentlich weiß, also als Kind schmeckt einem halt Spinat nicht, dafür Spaghetti, Pommes und Würstel und dann als Erwachsene enden wir ja auch nicht als nur Spaghetti, Pommes und Würstel essende Erwachsene, sondern hoffentlich mit einem etwas feineren, raffinierteren Geschmackssinn. Das hat mir mal jemand, der als berühmter Koch arbeitet, gesagt, er dürfe nicht rauchen an dem Tag, wo er ein gutes Essen kocht, weil durch das Rauchen die Geschmacksnerven behindert werden. Mhm. Also auch für Wein zum Beispiel. Ja. Das heißt, natürlich muss man, um einen Geschmackssinn für feine Dinge zu haben, sich gröberen Sachen oder schärferen und ungesunden Sachen enthalten. Das gehört auch dazu. Also Askese gehört auch zur Mystik. Sie haben mich als Fan gewonnen für Bonaventura. Also ich bin ganz, ganz begeistert von dem, was Sie erzählt haben. Ich würde gerne vielleicht noch eine Frage stellen. Wir haben am Anfang darüber geredet, dass Bonaventura ja ein bisschen noch so in Vergessenheit geraten ist, habe ich das Gefühl zumindest. Also ich kenne niemanden, der über Bonaventura redet, außer Ihnen. Danke. Auf der Uni in England hatten wir noch jemanden, den Professor Milbank, glaube ich, der hat das auch mal erwähnt, aber vor allem Sie viel darüber reden, gehört und bin echt begeistert. Gleichzeitig, Sie haben darüber geredet, er ist Zeitgenosse von Thomas von Aquin. Ja. Sie sind beide in Paris. Ich weiß nicht, wie sehr Sie miteinander noch begegnet sind, miteinander bekannt waren. Aber quasi Thomas von Aquin ist ein Begriff, denn über den hört man Leute reden, über den hört man Philosophen heute noch reden in der modernen Philosophie, über den hört man katholische Theologen reden, über den hört man protestantische Theologen reden, alle möglichen Leute reden über Thomas von Aquin. Wieso denken Sie, ist Bonaventura so in Vergessenheit geraten? Und was war das Verhältnis der beiden? Also was ist der Unterschied da an dem Punkt? Und warum denken Sie, dass da sich das anders entwickelt hat? Also zum einen ist Bonaventuras akademische Tätigkeit viel kürzer als die von Thomas. Mm. Bonaventura hat 1254 seine Promotion gemacht sozusagen und hätte dann auch akademischer Lehrer
an der Einrichtung, an der Zunft der Universität Paris sein sollen. Er hat auch gelehrt, 3 Jahre lang, aber dann ist er ja General geworden des Ordens und hatte andere Aufgaben. Das heißt, die akademischen Werke sind praktisch auf diese Zeit beschränkt, diese 3 Jahre. Thomas von Aquin war fortwährend Professor oder Lektor. Er hatte auch die Zeit, große systematische Werke zu schreiben, auch Questiones Disputate und so weiter. Da ist Bonaventuras Werk einfach auch geringer vom Umfang her. Wobei ich das sagen muss, also ich habe eben hier Ihr Privilegium liegen, das ist sehr, sehr dünn. Ich habe zu Hause die Summa, die nimmt einen ganzen Kasten ein und dann die Questiones nochmal. Also von dem her müsste eigentlich Bonaventura sehr viel lesbarer sein für den üblichen Menschen. Also die Summa ist ja ein Jahresprojekt. Das Privilegium stimmt. Kann man durchaus auch mal in einer Woche lesen. Das ist wahr, obwohl Thomas die Summa ja für Anfänger geschrieben hat. Ja. Also das, ich weiß nicht, ob er ganz realistisch war mit dieser Auffassung, das sei für Anfänger. Gut, also Bonaventura ist ein Meister der Konzentration tatsächlich im Breviloquium. Und dann ist er natürlich für ein Genre bekannt geworden, und zwar wirklich bekannt, auch im Spätmittelalter. Das sind die geistlichen Schriften. Also er war nicht unbekannt im Spätmittelalter und auch in der Neuzeit. Allerdings hat man manche Werke gar nicht unter seinem Namen weitergegeben, sondern Leute haben das adaptiert, ausgeschrieben, Teile veröffentlicht. Da war man da nicht so genau. Aber als geistlicher Meister war er immer bekannt und deswegen auch nicht wirklich vergessen. Im 19. Jahrhundert hat dann Leo der 13. Gewollt, dass sowohl Bonaventura wie Thomas als die beiden Ölbäume im Hause Gottes oder die beiden Leuchter nach den prophetischen Bildern dastehen sollten. Also 2 unterschiedliche Zugänge. Und ich glaube, es sind auch 2 unterschiedliche Zugänge. Obwohl für uns heute Scholastik, meine Güte, gibt es da so große Unterschiede. Scholastiker sind irgendwie doch alle gleich. Tatsächlich, sie haben vieles gemeinsam, was uns heute, weil wir so differenziert sind und so viele Schulen schon kennengelernt haben, als eher nahe. Es sind 2 Ölbäume, aber es sind beides Ölbäume und nicht eins ein Rosenstock und das andere ein Tannenbaum. Ja? Also sie sind ähnlich. Ja. Es gibt ein Profil von Bonaventura auch in der Theologie. Und das ist als Beispiel, natürlich gibt es für Thomas von Aquin eine Quaestio in der Summa, wo er davon redet, dass der Mensch Gottes Ebenbild ist. Ganz klassisch, das kommt von Augustinus her, wird entfaltet von verschiedenen Theologen. Aber für Bonaventura ist das ein Dreh- und Angelpunkt seiner ganzen Theologie. Und zwar, weil er denkt von Gott ist dreifaltig. Diese Dreifaltigkeit spiegelt sich in der Schöpfung. Im kleinsten Geschöpf ist das abgespiegelt. Aber im Menschen ist es abgespiegelt als ein Wesen, das zur Antwort gezogen wird. Also die Struktur des menschlichen Geistes ist so, wie sie ist, damit er Gott antworten kann. Und das zieht er überall durch. Deswegen ist am Ende in der großen Auseinandersetzung der Anfang 70er Jahre an der Universität Paris, wo Thomas und Bonaventura nochmal zur Feder greifen und zum Wort greifen, dem sogenannten heterodoxen Aristotelismus, also eine Richtung in der philosophischen Fakultät, würden wir heute sagen, wo man sehr begeistert Aristoteles und seine Kommentatoren aufgegriffen hat. Ja, man war Christ, natürlich, man glaubt an die Schöpfung, aber man war fasziniert von Theorien wie, die Welt könnte ewig sein. Ja, Aristoteles hat da kein Problem damit, der denkt es so. Und vielleicht nach Aristoteles ist die Seele gar nicht individuell, sondern ist als geistiger Nous etwas, was allen gemeinsam ist und deswegen auch nicht unsterblich. Also solche Theorien
die nicht eigentlich von Christen als Christen vertreten werden konnten, weil es ist klar, dass es nicht geht, aber eine Art von Spaltung zwischen, was kann ich philosophisch denken und was denke ich dann auch nur als Gläubiger vielleicht, dass da eine Diastase oder ein Bruch sichtbar wird. Thomas hat geantwortet, man kann als Christ nicht glauben, dass die Welt ewig ist. Man kann es aber denken. Das heißt, die Schöpfungstatsache ist eine Glaubenswahrheit, die man übernimmt. Bonaventura sagt, ich kann nicht mal denken, dass die Welt ewig ist. Das heißt, er weitet er ist zuversichtlich, dass man mit der Vernunft zeigen könnte, dass diese Auffassung, es gibt nur einen Nous in allen, ja, klar, dann muss ich in der Folge sagen, die Seele des Judas war das Gleiche wie die Seele Jesu. Das ist unmöglich. Unmöglich in der Bibel, ja. Und deswegen versucht er zu zeigen, dass die Vernunft, vor allem wenn sie unterstützt wird durch die Offenbarung, eine sehr große Reichweite hat. Das ist bei Thomas. Thomas ist vorsichtiger da drin. Ja, voll. Also, da gibt es ja auch das Klischee, dass Thomas ja Gottes Beweise hat. Das stimmt ja auch so nicht. Also Thomas ist ja sehr, sehr vorsichtig, auch da nochmal abzugrenzen. Ja. Aber ich habe eine ganz kurze Frage, die ich noch reinschummeln möchte. Aber das ist nur ja nein Frage, weil es Sie beschrieben haben jetzt mit dem, da ist Bonaventura viel, viel, dass er eben sagt, eben, ich kann es nicht einmal denken, diese Sachen, weil hier das, die Vernunft und die Offenbarung, würden Sie sagen, dass da Bonaventura auch konsequenter mit Anselm verknüpft ist? Also dieses berühmte Glauben, um zu verstehen. Oder würden Sie es, habe ich das hier erst richtig verstanden? Ja, also ich glaube, dass Bonaventura wie Anselm von einer großen Reichweite der Vernunft ausgeht. Die Abbildhaftigkeit des Menschen zu Gott macht den Menschen sehr groß. Thomas ist wesentlich zurückhaltender für auch ein Beispiel, was vielleicht ein bisschen spitzfindig sein könnte. Wenn man fragt, wie steht der Mensch und der Engel zueinander? Für Thomas ist klar, die Engel sind weit intelligenter, weit höhere Wesen. Die unterste Form der Intelligenz ist sozusagen der Mensch. Für Bonaventura ist das nicht ganz so. Da sind Engel und Mensch eher angenähert. Und weil er denkt von der Inkarnation her. Ja. Und er denkt sogar so weit zu sagen, wie bei Franziskus auch, wenn Maria die Königin der Engel ist, kann das nicht ganz so weit der Unterschied sein. Das heißt, wenn es eine Beschränkung des menschlichen Verstandes gibt, dann liegt sie bei Bonaventura eher am Wollen. Dass man Gott nicht erkennt, liegt nicht daran, dass der Verstand zu schwach ist, sondern dass er nicht will. Und bei Thomas liegt es eher daran, dass unser Verstand leibgebunden ist und kontingent ist, also kontingent sowieso, aber auch eben leibgebundene Intelligenz ist. Bonaventura findet es nicht so belastend. Ja. Er denkt den Menschen auch anders. Für Thomas ist auch in der Eschatologie der Leib etwas, was die Seele braucht. Also die Geistseele braucht den Leib, damit sie vollendet ist. Für Bonaventura sehnt sich die Seele nach ihrem Leib, damit sie ihm mitteilen kann, wie selig sie ist. Das ist man sieht, es gibt eine ähnliche Vorstellung, das Leib und Seele und so, ja. Aber die Schwerpunkte sind unterschiedlich. Und deswegen ist Bonaventura eigentlich ein sehr, ja, er ist hoffnungsvoll für das, wie der Mensch erschaffen ist und was er kann. Und die einzige Gefahr ist, sich zu verschließen. Ich
glaube, an dem Punkt werden wir zu einem Ende kommen. Ich finde das ein wunderschöner Gedanke. Vielleicht ein letzter Gedanke noch. Wenn jetzt jemand neugierig geworden ist und bis jetzt dran geblieben ist, was ist so der eine Gedanke, den Sie der Zuseherin, dem Zuseher, der Zuhörerin, dem Zuhörer mitgeben wollen? Warum? Von dem heute, von all dem Schönen gesagt, was ist so der eine Gedanke, der sagt, das wäre so das eine, was noch hängen bleiben soll? Dann würde ich sagen, einen Satz, den Bonaventura für die Theologie gebraucht und den er eigentlich von Bernhard von Clairvaux übernimmt oder genommen hat. Das ist, die Einsicht in den Glauben macht nicht das Verdienst des Glaubens zunichte, sondern es mehrt die Freude am Glauben. Denn wenn jemand glaubt zusammen mit Liebe zu Gott, dann verstärkt die Einsicht seine Freude am Glauben. Also die Einsicht verstärkt die Freude, wenn jemand Glauben hat mit Liebe. Und das heißt eben nicht, dass jemand, der Theologe ist, den Glauben hinter sich lässt. Auch nicht als Mystiker, sondern der Glaube bleibt immer die Grundlage. Amen dazu. Vielen, vielen, vielen lieben Dank, Frau Schlosser. Ich habe es wirklich genossen, Frau Doktor Schlosser, Ihnen zuzuhören, von Ihnen zu lernen. Ich hoffe, wir dürfen Sie wieder begrüßen. Aber ich habe echt, echt Freude gehabt. Ich bedanke mich auch bei allen. Ich auch. Ich habe auch Freude gehabt. Danke. Und wenn es irgendwelche kritischen Nachfragen gibt oder ich etwas gesagt habe, was jemand in Unruhe versetzt, dann soll man auch eine Rückmeldung warten. Ja. Absolut. Man kann sich auch per E-Mail bei uns melden, also profundum.austria@gmail.com, oder wenn man auf YouTube ist, in die Kommentare schreiben. Ich werde das gerne auch an die Frau Dr. Schlosser weiterleiten. Wir freuen uns immer, von Ihnen, von euch zu hören, und bedanke mich auch bei allen, die zugeschaut haben, zugehört haben. Bis zum nächsten Mal.